So, zurück bei The Order und keine Zeit verlieren, Treibstofftanks suchen. Erstmal nehme ich hier noch die, kann ich nicht. Wir müssen ja auch immer schön zugucken, wie sie mit ein und derselben Animation immer wieder die Kanten hier voller Treibstoff drängt. Okay, wer hier das kann hätte ich jetzt auch nicht gesehen, du. Lam. Sehen wir nach dem Rest. Also gut. Los, übernehmen Sie die restliche Fracht. Ich kümmere mich um die. Ja, klar. Habe ich nicht mehr was mit mehr Bums hier. Ich werde beschossen. Oh Mist. Granate. Ist schön für diese Sektion. Und wir sterben. Verdammt. Tot. Du wirfst hier gar nichts, mein Freund. Ziel erledigt. Ah. Oh, wie ich einfach nicht treffe, ey. Na komm, regenerier dich. Was ist das jetzt? Gehen wir jetzt weiter, oder? Da unten sind noch Kisten. Ja. Wir müssen da runter. Gut, dann gehen wir doch da runter. Nur. Ach so. Verbrennen wir die restlichen Kisten. Geht klar. Los. Es wird noch eh nichts werden. Ich zünde die Kisten an. Lenken Sie sie ab. Ablenken kriege ich hin. Ja, dann mach auch los. Dauert da so lang. Warum muss eigentlich immer irgendeiner hier runterspringen? Ach nö, nicht so einer. Au. Au. Los, 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 los! Oh, komm schon! Die Granaten habt ihr denn dabei? Mein Gott, ey! So ein Bullshit. Ja. Warte. Uns läuft die Zeit davon. Ja, das ist ja nicht gerade schnell. Also manchmal ist die... Flintenspezialist getroffen. Na, da komm. Ich
Komm! Fuck you, ey. Waffe ist Gold wert manchmal. Wow. Och komm, wie sollst du denn da so schnell hinter der Deckung wegkommen? Wenn der sich nicht, wenn der nicht reagiert, die Potzer. Steh jetzt auf. Da kommst du nicht weg, wenn die schießen. Geh jetzt hinter die Deckung, Mann. Stell mich jetzt dahin. Da. Kannst du bitte hinter der Deckung bleiben? Kann ich auch. Ja. Typ nervt da oben. Oh, jetzt mal gut hier. Du solltest eigentlich die Finger anzünden, ne? Und nicht das machen, was ich hier mache. Ziel erledigt! Und Flammen. Ja, und die Tür ist zu. Sie ist zu. Ei, war ja klar. Ja, schon wieder. Der wird da trotzdem durchkommen. Als wenn die Tür den festhält. Glaubst du auch selber nicht, Junge. Ach, die Lykaner mal wieder. Hm. Das ist zufällig derselbe Raum wie das letzte Mal. Die halten einfach viel zu viel aus, ey. Fick dich! Kriegst mich nicht, kriegst mich nicht. Scheiße. Wie viel sind denn da? Einer weniger. So schnell kannst du nicht X klicken, das war eine halbe Sekunde. Finde ich so ein, ey. Da fällt mir echt nichts zu ein. Gar nichts. Komm her. Kommt her, ihr Wichser. Du kannst ja auch nicht weg. Das ist das Problem. Was ist denn eigentlich da oben? Schweig still. Die könnte mir auch ruhig mal helfen, ne? So. Minus eins. Das ist schön für dich. Hallo. Wie viele sind's denn? Das macht zwei. Hier drüben. Wo ist drüben? Ah, da. Rani, bist du hier drin? Debbie! Bin ich froh, deine Stimme zu hören. Rani, bist du verletzt?
Nein, noch nicht, aber schnell, versuch die Tür aufzubrechen. Gib Gummi, Alte. Ich würde mal sagen, die Vampire werden wach. Oder so. Anstatt mal jemand zusticht, ne? Das hat aber gedauert. Wiederzusehen, Tochter. Wie habt ihr uns gefunden? Dafür ist keine Zeit. Ja, klar. Die Truppen der Kompanie sammeln sich bei der Werft. Wir müssen fliehen. Ritter, fordern Sie es nicht heraus. Wir sind hier fertig. Naja, so richtig fertig sind wir ja noch nicht. Aber naja, okay. Dieser Horror muss dem Rat berichtet werden. Überlegen Sie, Ritter. Die Kompanie konnte das nicht ohne mächtige Freunde in der Regierung schaffen. Sie haben gesehen, wie ihre eigenen Ränge infiltriert wurden. Wenn das so ist, hätte ich doch Verdacht. Es ist nun ein Krieg gegen die Halbblüter. Sie nutzen das vereinte Indien, um auf der ganzen Welt Schrecken zu verbreiten. Sie müssen uns helfen. Ich bin ein Ritter. Ich diene dem Schutz des Empires, nicht seinem Sturz. Trauen Sie niemandem. Leben Sie wohl, Ritter. Hätten wir uns nur unter anderen Umständen getroffen. Wo finde ich Sie? Flüstern Sie meinen Namen in Whitechapel und ich werde da sein. Das ist meine Ansage. Gray, was in aller Welt ist los mit dir? Nicht jetzt, Izzy. Bleib sofort stehen, ich habe dich in Whitechapel gesehen. Was? Du bist mir gefolgt? Ich hab mir Sorgen gemacht. Nach der Schlacht auf der Brücke bist du wie ein Irrer abgehauen. Du weißt nichts. Weniger als nichts. Nein. Ist das eine Art heimliche Infiltrierung? Hast du das etwa vor? Jetzt ist keine Zeit. Gray, was ist mit dir los? Seit Mallorys Tod schaue ich dich an und sehe... Und? Was siehst du? Ich weiß nicht. Einen Fremden. Gott, ey. Bei dem ich nicht weiß, ob ich ihm trauen kann. Was immer es ist. Herrgott, sag's mir. Nicht jetzt, Izzy. Du solltest mir aus dem Weg gehen. Zu deinem Wohl. Sie, holen Sie General Lafayette und bringen Sie ihn in die Bibliothek. Und was soll der jetzt machen, der Lafayette? Verschwörung reicht bis ins Zentrum des Rates. Ja, diese Behauptung ist monströs. Ich glaube sie nicht. Wenn der Lord Kanzler es mir erlaubt, kann ich beweisen. Ich erlaube es nicht. Und ich will nichts mehr von diesen abstrusen Verdächtigungen hören. Der Wahrheit nicht ins Auge gucken. In all den Jahren, die ich deinen Vater kenne, habe ich ihn nie so stur erlebt. Deine Anschuldigungen betreffen das Herz des Empires. Ich fürchte, noch so einen Schlag wie Mallorys Verlust wird er nicht ertragen. Er muss nur zur Blackwall-Werft gehen. Hast du einen Beweis? Alles ist völlig vernichtet. Ein klarer Fall von Brandstiftung, sagt Commissioner Doyle. Offenbar wurde ein kleiner Trupp Rebellen auf den Docks gesehen. Es war ziemlich... Welches Wort benutzt der Commissioner so gern? Ah ja, elementar. Und was glaubst du? Ich habe keine Meinung. Wenn du willst, kann ich versuchen, den Lordkanzler zu überzeugen, die Sache vor den Rat zu bringen. Wenn wir tatsächlich einen Verräter in unseren Reihen haben, werden die Verschwörer sicher davon erfahren. Was schlägst du vor? Wir brechen im Schutze der Nacht in das vereinte Indienhaus ein. Dort finden sich ganz sicher Informationen, die etwas Licht auf die Ereignisse der letzten Tage werfen. In das Hauptquartier der Kompanie einbrechen. Du bist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Mallory. Drastische Umstände erfordern drastische Maßnahmen. Ich brauche deine Hilfe, Alistair. Ich halte es wohl kaum für angemessen, wenn der Ritterkommandant... Du bist mit dem Gelände vertraut. Ich brauche deine Hilfe, um mich im vereinten Indienhaus zurechtzufinden.
Wenn wir eine Verschwörung entdecken sollten, wird deine Aussage deinen Vater überzeugen. Also gut. Aber wir beide allein werden nicht in das Gelände eindringen können. Wenn es stimmt, was du sagst, dann können wir nur wenigen trauen. Meiner Schwester, Lafayette? Ohne Beweise darf ich sie da nicht reinziehen. Keine? Wer dann? Vielleicht kenne ich jemanden, der uns helfen kann. Ich danke dir. Er ist leicht umzustimmen, der Gute. Erst nö. Nähern uns dem Vereintes Indienhaus. Ich nehme an, wir gehen nicht durch die Vordertür rein. Keine Sorge. Ich habe unser Eindringen gut vorbereitet. Der Zugang auf das Gelände erwies sich als etwas schwieriger als geplant. Was ein Zufall. Wir sind da. Hintereingang zum Gelände? Könnte man sagen. Ja, Hintereingang. Und da wir, wie ihr gerade gesehen habt, hier einen Speicherpunkt haben, beende ich hier mal die zweite Aufnahmesession und damit etwas verfrüht wie letztes Mal Part Nummer 11. Für euch geht's dann direkt im nächsten Part weiter und danke fürs Zuschauen und macht's gut.